Also als erstes haben wir einfach die Idee, dieser Klaviertasten, wenn man so will. Also jeder Klangplatte ist ein Ton der Oktave zugeordnet, der 12 Klaviertasten einer Oktave. Und das sind im Grunde mal diese 12 Proteste, die im Raum stehen. Wir haben einen relativ ungewöhnlichen Weg gewählt, diese Bühnen nicht wirklich als Bühnen zu sehen, also das heißt, sie hochzubringen oder wirklich für alles sichtbar zu machen, was natürlich eine Möglichkeit gewesen wäre. In diesem Fall war die Idee eigentlich, einen Punkt im Raum zu schaffen, die nur die begehbar sein müssen, die nur sichtbar und in gewisser Weise auch hörbar sind, wenn man dorthin geht auch. Die ganze szenische Installation hat ja damit zu tun, Raum als Instrument. Der Raum ist groß und das heißt auch, der Raum soll auch deutlich ortbar hören. Es soll links hinten anders klingen als rechts vorne. Also im Grunde sind diese Klaviertasten, von denen ich da eben gesprochen habe, sind auch in gewisser Weise ein im Raum verteiltes Orchester. Ein Orchester von diesen Klanginstrumenten, die miteinander orchestrieren. In den ersten Besprechungen sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, statt eines Lautsprechers eben ein mechanisches, automatisches Instrument, also einen Automaten, etwas Technisches zu machen, aber etwas Technisches, was zugleich auf eine altmodische Weise technisch ist, weil ein automatisch gespieltes Klavier erinnert ja eher an so Walzenpianos oder solche Pianolas und ähnliche historische Instrumente, wie sie im Wilden Westen verwendet worden sind und so. Ich habe praktisch in Wien da ein bisschen die verhältnismäßig volle Idee geliefert und gesagt, dann musst du aber eigentlich hinter jede Platte ein automatisches Klavier stellen. Und im Grunde, glaube ich, war das eine sehr aufregende Idee, weil eben diese Instrumente jetzt sich im Raum verteilen. Und wie gesagt, sie sind praktisch unsere Lautsprecher, unsere akustischen Lautsprecher. Sie tönen, sie machen zwar auf mechanische, auf maschinelle Weise, werden diese Klänge herausgeholt, da schlagt keiner an. Aber es klingt das Instrument, es klingt gegen die Saiten, es klingt die Hämmer, es klingt die Akustik. Diese teilweise fast versteckten Bühnen, also die sind jetzt 45 cm hoch bis 50 cm hoch, sollen eigentlich dazu einladen, dass die Leute näher treten, zu einer Bühne hingehen, sich wirklich möglichst nahe ranstellen und dann nach einer gewissen Weise zu einer anderen Bühne zu gehen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade im Tanz die Persönlichkeit des Tänzers eine irrsinnige Rolle spielt. Es vermittelt sich gerade über den nonverbalen Tanz sehr, sehr viel von einer Person. Und selbst wenn es 12 Leute genau das Gleiche auf ganz verschiedenen Orten tun, ist es interessant. Der Mensch sitzt im Instrument. Es gibt gar nicht so viel. Ein Beispiel dafür wäre noch die Orgel. Die Orgel ist eines der wenigen Instrumente, wo man als Zuhörer eigentlich im Instrument sitzt, weil der Klangraum einer Orgel ist ja der Raum selbst, in der die Orgel spielt. Und ein bisschen was mit dem hat das auch zu tun. Durch diese rundherum aufgestellten Klavierseiten und tönenden Klaviere finde ich, dass das Ganze ein bisschen was von dem hat und damit tatsächlich auch so ein bisschen was Sakrales fast, würde ich sagen. Ich habe die Idee, dieses Licht einerseits ganz einfach die dramaturgische Abfolge zu erläutern. Man kann einfach im Raum, zeigt man hin, wo die Handlung springt von einer Taste auf die andere, von einem Instrument aufs andere und verzweigt sich in Ensembles und so weiter. Und das kann man mit dem Licht sehr schön nachvollziehen. Das Publikum ist quasi im Dunkeln und die Spielenden, die aktiven Bühnen, sind dann im Hellen. Was wir aber noch versuchen wollen, und das ist wird erst versucht, wir planen das erst und denken darüber nach, wie man das technisch löst, ist auch etwas von diesen Loops, von dieser maschinellen, mechanischen Struktur auch in das Licht reinzubringen. Ich stelle mir ein mechanisch gesteuertes Pulsieren dieses Lichtes vor, auch jetzt rein auf der optischen Lichtebene hat das für mich auch relativ viel zu tun. Allein unser Titel Maschinenhalle hat einfach etwas mit Arbeitswelt, mit letztlich auch mit der Funktion des Menschen als Sklaven von Maschinen und umgekehrt und der Mensch als einer, der sich bemüht, Herr über Maschinen zu sein, hat es eigentlich sehr viel zu tun. Und
auf Maschinen gibt es, weiß ich, wenn man denkt an Streumaschinen, wo rotierende Warnlampen sind oder in maschinellen Roboterfertigungen hat Licht sehr oft auch eine Kontrollfunktion, eine Impulsfunktion und so weiter. Also alles das spielt für mich da ein bisschen mit dem will ich experimentieren.